Kann man als Christ die Piratenpartei wählen? Der Informatiker Joachim Müller ist sowohl Christ als auch Pirat. Er hat mit Gleichgesinnten eine Gruppe Christen in der Piratenpartei gegründet. Mit Pro sprach der 38-Jährige über die Ziele seiner Partei und warum er keinen Konflikt mit seinem Glauben sieht. Seiner Initiative sind bereits über 2 Dutzend Mitglieder beigetreten. Sogar Atheisten und Agnostiker unterstützen die Idee. Wir sind Piraten, wir sind Christen. So wie der Pirat durch seine Weltanschauung beeinflusst wird, so wollen auch wir unseren Glauben nicht an der Garderobe abgeben, wenn wir uns politisch in der Piratenpartei engagieren. Wir wollen weder die Piraten irgendwie christlicher machen oder sowas. Das geht gar nicht, das ist auch gar nicht das Ziel, das ist gar nicht dringend, sondern wir haben uns halt gefunden untereinander, damit wir miteinander Austausch haben können. Und das ist soweit gedient, dass wir eben eine gemeinsame Erklärung zusammen in Schwarmintelligenz erarbeitet haben, also in einem Pad, wo alle mit dran geschrieben haben. Das Ziel ist eben, die Kommunikation einerseits in der Partei ein bisschen zu sagen, wir sind Fachleute, wir sind die Nerds für Christen, wir wissen, worum es da geht, wir haben da das Wissen und wir können da in den Gesprächen moderierend auch sein und was übersetzen, weil wir sprechen die Sprache von den Christen, von unseren zumindest jeweils, wo wir sind, und wir sprechen die Sprache von den Piraten und können da irgendwo sagen, hey, ihr redet völlig aneinander vorbei gerade, dass ihr meint nicht denselben Punkt oder so, also solche Sachen. Das ist natürlich unsere Meinung, das haben wir unterschrieben, das ist unser Ding, was wir formuliert haben, das ist nichts, wo wir sagen, das müsste irgendjemand in der Piratenpartei, das ist nichts, von dem wir denken, das ist auch nur, das wäre nicht mal 1% sein oder sowas, die da sagen, wir wollen da mitmachen. Was ich da wichtig finde, ist irgendwie das, was Jesus gesagt hat, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und gebt Gott, was Gott ist. Das heißt, ich trete ein für eine Trennung von Kirche und Staat. Das ist notwendig, damit ich kann nicht sagen, ich habe hier die christliche Kirche und finde es in der Tradition gut, will aber in anderen Ländern verlangen, dass da andere Religionen sich raushalten aus der Politik. Das passt nicht zusammen. Also sollte sich die Kirche überall aus der Politik raushalten und nicht versuchen, ihre Moralen und ihre Dinge, die sie erbringen, die sie vertreten, die sie rüberbringen wollen, selbst rüberzubringen und nicht den Staat dazu zu zwingen sozusagen oder die Leute dazu zu zwingen, mitzubringen. Es geht ja darum, mit dem, was Jesus einfach vorgelebt hat, ist ja nicht, wir zwingen den anderen dazu, das zu machen, was man für gut hält, sondern man lebt es vor und man lädt die Leute dazu ein, das zu machen. Wir wollen, dass der Staat sich raushält aus dem, was zwei erwachsene Menschen einvernehmlich miteinander machen. Im Endeffekt müsste der Staat nicht mal wissen, welches Geschlecht eine Person hat, weil das nicht relevant sein muss für irgendwas, was der Staat macht. Ich selbst habe von meinem christlichen Glauben eine andere Einstellung da, wie ich das für mich handhabe, wie ich das auch von Freunden oder so erwarte, wenn ich weiß, dass die auch im Glauben sind. Aber ich kann nicht daraus den Anspruch erheben, Leuten, die mit meinem Glauben nichts anfangen können, für die das nicht die Werte sind, denen das aufzuzwingen. Die Frage ist jetzt, ist die Gesellschaft so oder so besser? Und das werden wir nie messen können. Naja, da fragen Sie dann jemanden, dessen Kirche keine Kirchensteuer erhebt. Unabhängig davon, ich finde, es gibt die verschiedenen Dinge mit dem Geld. Es gibt einerseits die ganz simple Kirchensteuer. Da zahlt die Kirche an das Finanzamt einen gewissen Obolus dafür, dass das Finanzamt in Dienstleistung erbringt, die Steuer für die Kirche einzuziehen. Hat natürlich ein paar Probleme, was Datenschutz angeht und solche Sachen. Das heißt, die Kirche weiß dann auf jeden Fall, was die Einzelmitglieder verdienen. Muss nicht sein. Und das Finanzamt oder der Staat in dem Fall weiß, wer in welcher Kirche Mitglied ist. Das muss überhaupt nicht sein. Und dann halt andere Sachen wie, dass die Kommune hat eine Aufgabe, einen Kindergarten zu haben. Und dann nimmt eine Kirche diese Aufgabe wahr und tut ein bisschen Geld drauf, was ja sehr gut ist, das hilft ja, das macht es günstiger für die Kommune, aber leitet den Kindergarten dann so, als wäre er komplett kirchlich, Subsidiaritätsprinzip, also und macht dann zum Beispiel Sachen geltend, dass sie mit den Arbeitern anders umgehen können, als es in einem im kommunalen Kindergarten wäre. Also dem Ende der Prohibition von Drogen sehe ich genau dann richtig, wenn das, was in dem Programmpunkt auch drin steht, mit umgesetzt wird, nämlich dass die Aufklärung und es gibt da Programme, wie man
Leute begleitet oder wie insgesamt mit Suchtprävention einfach umgegangen wird. Also dass mehr Suchtprävention, dass das in Schulen gelehrt wird und so weiter, welche Gefahren da drin stecken. Und nicht über ein Verbot, sondern eben was zu ähnlichen Verhältnissen wie bei der Prohibition führt, sondern eben es ist legal, aber es ist aufgeklärt darüber und es ist klar, welche Probleme da drin sind. Nein, das stimmt so nicht. Die Piraten stehen dafür, dass das Urheberrecht reformiert wird. Und da, das heißt, diese Reform beinhaltet eine Stärkung der Rechte sowohl der Urheber als auch der Endkunden, weil wir diese Mitte, diesen Verwerter nicht mehr so wichtig sehen, wie das früher war, als das Medium noch nicht so einfach war. Als das noch wichtiger war, dass man jemanden dazwischen hat, der transportiert. Man kennt ja diese Beispiele, dass eine Masse von Leuten schätzt eine Sache und der Durchschnitt der Masse ist besser als das, was die Fachleute geschätzt haben. Aber das sind relativ simple Sachen wie das Gewicht von einer Kuh oder sowas, also relativ anschauliche Dinge, die man auch relativ einfach messen kann. Bei komplexen Verfahren sehen wir ja häufig, dass selbst die Fachleute sich nicht einig sind, was die richtige Lösung ist. Die Hoffnung ist, dass man Mechanismen findet oder die Mechanismen, die da sind, schon stark genug dafür sind, dass die können, die verstehen, die ein Verständnis von der Problematik haben, weiter nach oben gespült werden sozusagen in diesem Schwarmprozess und andere sich eher an denen orientieren, als einfach nur chaotisch irgendwo hinzugehen. Wir sind ja Menschen und keine Heringe. Also, ja.